Mein Name ist Stefan Paulus, ich bin der technische Delegierte des GTC Race und somit technisch verantwortlich für die Serie und die Sicherheit unserer Teilnehmer. Es geht eigentlich für uns donnerstags los mit dem Initial Scrutineering, das heißt der Abnahme von den Fahrzeugen. Da schauen wir die gesamte Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs und aber auch der Fahrer an. Vor dem Rennen schauen wir tatsächlich zum einen, sind die Fahrzeuge entsprechend vorbereitet, sind die Reifen vorgeheizt, bei denen, die es dürfen, ist es in Ordnung, bei GT4s beispielsweise, die dürfen es nicht, da schauen wir auch mal, dass sich da jeder brav dann hält. Im Starting Grid schauen wir einfach nochmal bei den Fahrzeugen, sind alle Feuerlöscher eingeschaltet, haben die Fahrer soweit ihre Kleidung richtig an, dass die Balaklava im Overall steckt. Schauen wir einfach nochmal gesamt den Zustand des Fahrzeugs an, dass das alles soweit in Ordnung ist. Das passiert tatsächlich nach jeder Session, da laufen die gesamten Daten der Fahrzeuge zusammen. Von Motorparametern über auch eigene Scrutineering-Sensoren. Das heißt, wir haben eigene Sensoren in den Fahrzeugen verbaut, damit wir komplett unabhängig sind von dem, was uns auch das Team oder das Fahrzeug auf dem CAN-Bus schickt. Zusätzlich haben wir aber auch die Platte bzw. auch die Waage, die man im Hintergrund sieht, auf die wir alle Fahrzeuge schieben, die wir uns raussuchen. Das passiert meistens nach dem Prinzip, dass wir uns die Top 3 der Klasse 1, sprich der GT3 und die Top 3 der Klasse 4, der GT4s nehmen und einfach mal aus. Im Detail anschauen und gucken, dass es im Rahmen der Homologation sich alles befindet. Wir haben jetzt das Auto gerade auf der Waage stehen und der Kollege nebenan nimmt einmal das Gewicht auf, schaut, dass es sich im Sollbereich bewegt. Als nächstes müssen wir den Sturz an der Hinterachse. Im nächsten Schritt ist jetzt unser Check für dieses Rennen, die genauen Dimensionen des Heckflügels mal nachzumessen. Eigentlich soweit alle Dimensionen, die wir in der Homologation vorgegeben haben und können so sicherstellen, dass das Fahrzeug da nicht verändert wurde. Verdachtkante. An der Stelle messen wir jetzt die Höhe vom Flügel und das wird jetzt mittels Laser gemessen. Den sieht man da ganz leicht grün auf dem Lineal. Und somit sollten wir im besten Fall mit diesem Fahrzeug fertig sein. Wenn alle Fahrzeuge unsere Checks durchlaufen haben, können wir den Sportkommissar auch die Rückmeldung geben. Von unserer Seite aus ist alles in Ordnung und dementsprechend wird dann auch am Ende das Ergebnis final.